unter den Sternen wandelt. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, und als... Mensch, da sagtet ihr... Fangen die beiden schon wieder an? Ich wusste es. Immer in Bewegung bleiben. Bald kann er nicht mehr. Ha! Kommt schon. Los, rein da und schnell. Ja! Auf was wartet ihr? Ihr wagt es, gegen einen Dune mehr zu kämpfen? Ja! Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Ihr seid jämmerlich. Mereva, leite mich. Ich werde euch mit Freuden töten. Ein Kampf. Ja! Ihr wagt es, gegen einen Dune mehr zu kämpfen? Ja! Ja! Passt auf, dass ihr nichts anzündet. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Jämmerlich. Schnappt sie euch. Tötet sie. Kümmert euch nicht darum. Die diskutieren nur ein paar Probleme aus. Auf die alte Art. Egal, wen ihr hier fragt. Die Antwort wird immer eine andere sein. Söldner, ehrenwerte Krieger, Brüder und Schwestern der Klinge, betrunkener Abschaum. Sucht euch was aus. Ich bin hier schon länger als die meisten. Und auch ich weiß es manchmal nicht. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Egal, wen ihr hier... Söldner, ich bin hier schon länger als die meisten. Und auch... Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu? Gut für euch, dass ich das nicht entscheide. Sprecht mit Kotlak. Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Dann gehe ich mal. Lasst ihr mich jetzt zusehen oder nicht? Ihr wagt es, gegen einen Dune mehr zu kämpfen? Verdammt! Glaubt ihr, ihr habt... Spürt ihr, wie euer Blut kocht? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Wir nehmen nicht jeden Milchtrinker, der angestolpert kommt. Redet mit Kotlak, wenn ihr der Meinung seid, das Zeug zum Gefährten zu haben. Genug, genug! Ich ergebe mich! Ihr hättet nie herkommen sollen. Habt ihr Angst, dass jemand... Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Aber das ist nicht der... Beeilt euch! Mal. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet? Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Ihr braucht etwas? Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein.
Bleibt mir bloß mit dieser Magie vom Leib. Auf Wiedersehen. Ein Fremder betritt unsere Halle. Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Sie sind die Grundfesten der Gefährtenmädchen. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas bringt sie in den Hof und zählt, was sie kann. Ja. Nicht hier. Draußen im Hof. Kommt. Nicht hier. Draußen im Hof. Kommt. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ihr habt einen ziemlich guten Kampfarm. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf, denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Das sagt sich für euch so einfach. Ihr dürft ja kämpfen. Doch vor dem Kampf muss man üben.
Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Das sollten wir mal ausprobieren. Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eolund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Ich brauche nur eins, um euch in zwei helfen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Gut gemacht. Seid ihr bereit für die Jagd heute Abend? Ich habe nachgedacht. Wir sollten etwas diskreter sein. Es ist nichts falsch daran, was wir machen. Ihr wisst, dass das dem Alten nicht gefällt. Wir sollten einfach darauf achten, dass es nicht zu offensichtlich ist. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine... Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Ich kenne euch doch. Eines Tages, wenn also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Kennt ihr die? Ich habe sie im Hof mit Wilkas trainieren sehen. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Überleben. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit. Passt mit diesen Flammen auf! Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig.
Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjor und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht. Es gibt Probleme in Falkenring. Da unten ist da immer was los, aber jetzt hat es sich zugespitzt. Magierschurken. Den habe ich noch nie vertraut. Die Akademie ist schon schlimm genug. Vernichtet sie. Gut. Lasst sie eure Klinge schmecken. Übrigens, wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kotlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Einfach alles. Diese Gruppe, diese Familie, diese Truppe ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich gehöre zur ältesten Kampftruppe von ganz Himmelsrand. Ihr Ruhm ist ungebrochen von Iskramurs Zeiten bis zum heutigen Tage. Ihnen anzugehören bedeutet ein Stück Unsterblichkeit. Selbst wenn ich Sovngarde nie sehen sollte, kann mir das niemand mehr nehmen. Auf Wiedersehen. Denkt nicht mal im Traum daran. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Mhm. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Aber gerne. Was zahlt ihr? Verkauft. Sie gehört euch. Und sie ist schon gesattelt. Den Namen werde ich schon seit Jahren nicht mehr los. Seit ich ein kleiner Junge war, ritt ich. Nichts hat mir mehr Spaß gemacht. Aber als ich größer wurde,
wuchsen auch die Reittiere. Eines Tages war ich betrunkener als jemals zuvor und bin auf ein armes Fohlen gestiegen. Das brach ihm das Knick. Geritten bin ich seitdem nie wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch Pferde beschlagen. Also beeilt euch. Gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten.
seid und nun unter den Sternen wandelt. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine... Und wie ich gehört habe, ist der Kunde zufrieden. Ihr habt gut gearbeitet und den Gefährten einen Dienst erwiesen. Welche Art von Waffen bevorzugt ihr? Ich mag kleine, schnelle Klingen. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ihr wisst, dass ich... Äxte mag. Sind...